Nach der Europameisterschaft Besuch im Leistungszentrum Hessen. Dankeschön. Danke, danke. So. Der Talentschmiede von Helmut Hampel. Und siehe da, alles kleine Bolz. So wie der erst 10-jährige Patrick Franziska. Erste Erinnerung an Tischtennis ist, glaube ich, an einer Steinplatte im Bayerischen Wald. Müsste ich die Mama noch mal fragen, aber da kann ich mich noch so leise dran erinnern. Erste, wo er auf einer Steinplatte gestanden hat, das war auf Kreta im Urlaub. Und da habe ich auch schöne Fotos. Da hat er mit so einer kleinen Sarah gespielt und das war auch ganz putzig. Also da sind sie mit dem Schläger dann so gelaufen. Das war so meine erste richtige Erinnerung daran. Da war er 2, 2,5 Jahre. Und dann hatten wir ihn nach Höchst im Odenwald ins Training mitgenommen. Und da war halt eine große Halle und auch viele Trainer. Auch der Horst Bitsch und die Betty war dann schon damals da. Und da durfte er dann auch gleich Einzeltraining machen und sollte sich auf eine Matte stellen. Und dann hat er, weil er sonst so klein noch war, und da hat er so gerne gespielt. Und dann hat er zwischendrin schon zu mir hochgeguckt und hat gesagt, da bleibe ich. Ja, hier beim TSV Höchst hat alles angefangen, das stimmt. Mein Papa hat mich hier mitgenommen, Papa und Mama eigentlich, weil sie auch hier gespielt haben. Und ja, wir haben davor im Urlaub immer schon ein bisschen auf Steinplatten gespielt und dann hat es mir immer schon Spaß gemacht. Dann haben sie mich mit 6 Jahren mitgenommen. Meine erste Trainerin war die Betty Krujic, die Frau vom Slobodan Krujic, der jetzt gerade Trainer für mich in Saarbrücken ist. Einer der ersten Trainer war auch der Papa vom Timo. Hab mit meinem Opa hier Doppel gespielt, mit meinem Papa Doppel gespielt. Hier haben wir ein paar Schlachten geschlagen in Kreisliga, Bezirksliga, in Schüler- und Jugendmannschaften. Also denk da schon sehr gerne zurück. Wir hatten halt damals, gab es ja auch eine super Jugendarbeit, wo sehr, sehr viele Tische standen, wo auch sehr viele Trainer in der Halle waren. Das war einfach perfekt. Also für mich war das perfekt. Da waren so viele Gleichaltrige auch dabei. Das hat echt Spaß gemacht. Also denke ich gerne zurück. Also als ich nach Höchst kam, ja, der war noch ganz, ganz jung. Der hat angefangen in Höchst in Odenwald zu trainieren und sogar bei meiner Frau, ja, erste Schritte. Also als er klein war, hat man schon gesehen, also, dass er ein gutes Gefühl für Tischtennis hat, also, dass er gute Übersicht hat und ja, war sehr fleißiger Junge und ja, man hat schon gesehen, da geht was. Ja, es war einfach damals zu der Zeit super, dass so viele Trainer im Training waren, dass halt auch so viel Aufmerksamkeit dann auch den Kindern geschenkt wurde. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn man anfängt, dass du echt Leute hast, wie mit dem Horst Bitsch, wie mit der Betty Krujic, wie mit dem Wolfgang Boll, die, auch meine Eltern natürlich, die mir auch viel geholfen haben, ohne die das eh alles dann möglich gewesen wäre, aber ja, dass du Leute dabei hast, die, dann bleibst du auch am Ball, dann merkst du einfach, okay, du verbesserst dich, du hast welche, die echt Ahnung davon haben, von dem Sport, die dazu dann noch echt so lieb waren, dass es auch wirklich jedes Mal Spaß gemacht hat. Und dann bin ich irgendwie am Ball geblieben, weil es mir aber eben so einen großen Spaß gemacht hat und weil dann auch echt viele Kinder im Training waren. Es kam auch gefühlt immer mehr, weil es natürlich auch rumspricht, dass da so ein tolles Training gemacht wird. Und das war echt, besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Nach vorne die Bewegung. Doch, die wollen schon. Also wie der Patrick dann gesagt hat, auch immer schon gesagt hat, er will Profi werden, also haben wir, also habe auch ich gar keine Angst jetzt davor gehabt und auch nie gedacht, er muss jetzt erstmal sein Abitur machen oder es ist zu ungewiss, wie wird es dann auch, gerade mit Verletzungen, gut, das hat man damals dann noch nicht so zwingend gedacht, wobei auch in den Jugendjahren hat er ja mit dem Knie dann immer schon mal Probleme mit dem Wachstum und so weiter gehabt, aber auch gerade was so, ja, die
Berufe, ja, mach was, wo sicher ist. Das haben wir, also habe ich jetzt auch nie so gedacht. Ich dachte, probier's und guck, wie es geht. Und wenn es irgendwie nicht mehr geht, geht es auch weiter. Also dann gibt es irgendeine andere Alternative. Ja, also ob ich jetzt viel verpasst habe, ich würde es alles genauso nochmal machen. Also ich hatte zum Glück Freunde in der Schule, die immer zu mir gehalten haben, auch wenn ich dann mal 2, 3 Wochen nicht da war. Wenn ein Klassenausflug war, dann habe ich es auch irgendwie immer so hinbekommen, dass ich dann vielleicht einen Tag später gekommen bin. Also es war mir auch immer wichtig und das haben meine Trainer aber auch dann immer verstanden. Also ich wollte auch nie auf ein Internat gehen, sondern wollte immer in eine normale Schule mit meinen normalen Freunden, dass ich da dann trotzdem auch so ein bisschen Abstand zum Tischtennis hatte und neben dem Tischtennis noch ein einigermaßen normales Leben hatte. Und da bin ich auch echt froh drum und deshalb habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich so viel verpasst habe.